In diesem Video sehen wir uns an, wie einfach das ist, wenn eine angeschlossene Filiale ihre Daten von der Zentrale abholt. Und zwar behandeln wir in diesem Video natürlich gleich beide Wege, weil dieses Video sehr kurz sein wird. Unter Anwendungen, unter Systemeinstellungen, Filialen, sagen wir hier Zentral- oder Filialdatenaustausch. Wabi Profi weiß aufgrund der Systemeinstellung, dass es eine Filiale ist. Denn eine Filiale trägt eine Nummer größer als 0 und die Zentrale hat die Nummer 0. Also Wabi weiß, ich bin Filiale 1. Soweit, so gut. Nun gibt es ja, wenn Sie vielleicht die Videos der Filialen angeschaut haben, zwei verschiedene Wege, Daten auf den Server zu laden oder auf einen USB-Stick zu kopieren. Wir sagen jetzt einfach mal, hey, ich habe hier einen USB-Stick. Und nun sage ich Zentraldaten abholen. USB-Stick ist gewählt, Wabi Profi findet keinen USB-Stick und bricht die Aktion ab. Dann versuchen wir es einfach von neuem. Administration, Systemeinstellungen, Filialen, Zentral- oder Filialdatenaustausch. Ich sage wieder USB-Stick, Zentraldaten abholen. Wabi Profi 3 findet zwar jetzt einen USB-Stick, weil jetzt einer drin steckt, aber es sind nicht die notwendigen Dateien drauf. Deswegen wird der Vorgang abgebrochen. Okay, jetzt stecke ich mal einen zweiten ein. Ich habe jetzt zwei USB-Sticks eingesteckt. Oder jetzt haben wir es drin. Okay. So, jetzt habe ich den USB-Stick I und den USB-Stick J. Soweit, so gut. Jetzt mache ich das gleich wieder. Administration, Systemeinstellungen, Filialen. Und Wabi Profi 3, sagen wir wieder, pass mal auf, USB-Stick. Jetzt sucht Wabi Profi 3 auf den vorhandenen USB-Sticks nach den richtigen Dateien. Und macht den Import nun selber. Jetzt sollten wir im Artikelstamm alle Informationen hier drin haben. Das heißt, alle Artikel haben wir jetzt von der Zentrale. Ich hatte den vorher komplett gelöscht. Hier habe ich jetzt vergessen, ihn zu zeigen. Ist aber nicht so schlimm. Ich hoffe, Sie glauben es. Und wir haben jetzt tatsächlich nur die übertragenen, und zwar Bestände größer als 0. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch die übertragenen Artikel hier mit den dementsprechenden Zugangsmengen. Wo haben wir es? Zugangsliste. Und somit haben wir ganz, ganz einfach nun die Dateien von der Zentrale abgeholt, und zwar per USB-Stick. Wenn Sie natürlich sagen, ich hole es mal vom Server ab, machen Sie es so, Systemeinstellungen, Filialen, und hier sagen Sie Datenaustausch per Online und hier Zentraldaten abholen. Nun lockt Wabi Profi 3 sich automatisch auf Ihren FTP-Server, zieht die Daten runter, entpackt sie und überträgt die dementsprechenden Informationen in die Artikeldatei und trägt die Bestände ein. Und ich habe jetzt mal hier unten den Filter auf Bestände größer 0 gesetzt und wir sehen jetzt, dass wir mehr Artikel mit Beständen da haben, weil auf unserem FTP-Server, wie gesagt, wenn Sie die Videoserie hier verfolgt haben, haben wir einmal Musterartikel und so weiter gehabt und beim anderen haben wir einen heutigen Artikel und den Schlauch angelegt als Übertragsbestand. Ja, alles ist wunderbar und ist total easy. Das heißt, wenn Sie auf dem FTP-Server schieben, von der Zentrale, und es ist alles oben, dann rufen Sie Ihre Filialen an und sagen, hey, klicke mal Administration, Systemeinstellungen, Dateien abholen. Dann machen die das und die haben sofort eingebucht. Das ist richtig cool. Und wenn Sie zudem auch noch das Flag haben, dass der Artikel ein Etikett benötigt, werden im Hintergrund Etiketten angelegt, die Filiale hier ausdrucken könnte, wenn sie wollte. Oder Sie können es natürlich auch schon vorauszeichnen. Ja, das war's schon. Ist total easy, ist total cool. Und ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen.